Jo, da sind wir da bei One Piece Pirate Warriors. Beim letzten Mal haben wir die erste Herausforderung mit Ruffy gemacht. Nun geht's auch an die nächste mit Ruffy. So, und ich guck mal, ob ich irgendwo noch mal ein paar mehr Münzen platzieren kann. Der hat 3, 3, 3,5. Moment, ich habe doch jetzt welche mit noch mehr Sternen, oder nicht? Hier, 3,5 für Verteidigung. Da hab doch sicher noch eine mit 3,5, oder? Ja, noch mehr. Boah. Defense. Oh, cool. Auf jeden Fall ein paar schöne Sachen. Ich glaube, ich habe auch keine mehr mit 3,5, oder? Da geht's mit 3 los wieder. Okay. Ja, dann mit noch mehr Verteidigung, die wir nötig haben, geht's nun an die Piratenmission. Oder an die Piratenkämpfe. Also, um auch nochmal zu sagen, für die erste Mission wäre Robin dran gekommen, für die zweite Hancock. Eigentlich mehr oder weniger, ja, ich sag mal, reingewählt, weil einfach mal sie nichts anderes hatten. Weil das waren so zum Beispiel die Sachen, die nicht wirklich offensichtlich waren, die ersten paar Missionen. Die sind einfach reingekommen, weil die, die sonst die maximalen Stimmen hätten, die hatten schon andere Sachen. So, haben wir jetzt mal hier schnell ein paar weg. Viele sind es ja auch nicht mehr. So, ouch. Wo sind die letzten? So. Damit hätten wir die ersten paar umgehauen. Die sind einfach, glaube ich, nur dazu da, um die Spezialleiste irgendwie so ein bisschen aufzufüllen für die kommenden Kämpfe. Die hier natürlich sind das ganze East Blue Team. Das schon gut abgeht zum Anfang. Na, ich habe den Creek nicht erwischt. Ich nehme eigentlich Allung als allererstes vor. Keine Ahnung. Ja, da habe ich mit der Bazooka nicht erwischt. Ah, ja, 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 ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Treffe ich da mit Buggy eventuell sogar noch? Nee, schade. Wäre zu schön gewesen. So. Damit hätten wir schon mal Along fertig gemacht. Nee, jetzt möchte ich mir noch nicht holen. Nehmen wir Don Creek als nächstes. Na, lass das. Also ihr könnt euch eventuell schon mal so ein bisschen denken, wer hier wohl noch alles kommen wird. Wenn man bedenkt, hier sind einfach nur alles böse Piraten, die als Gegner kommen. Also noch viele andere böse Piraten. So, damit hätte ich dich auch. So. Buggy dürfte doch ein bisschen einfacher sein, nehme ich mal an. Einfach nur, weil es einer der ersten Gegner ist. Und er sich, ja, oftmals die Blöße gibt. Und das war's mit Buggy. Ohne Treffer. Ohne weiteren Treffer noch geschafft, so. Wir sind wieder fast voll. So, nach den East Blue Gegnern kommen nun als nächstes die Barockfirma. Nee, nicht die Barockfirma. So können wir es danach erst dran. Oh, ich habe gespoilert. Nee, jetzt ist erstmal Warpul dran und seine Lapins. Auch wenn er eigentlich nichts mit den Lapins zu tun hatte. So, warte, nehmen wir erstmal Warpul. Nein, das ist nicht Warpul, das ist Warpul. Ja, das ging schon fast in die richtige Richtung von der Attacke. Au. Ich mag diese Lapins auch nicht so wirklich. So. So, schnell. Gut, dass ich die Bazooka jetzt an etwas anderes hingelenkt habe. Au, 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 au. Ja, danke, dass ich da auch mal raus darf. So, vielleicht treffe ich ja. Ja, ich habe getroffen, würde ich sagen.
Au, 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 au. So. War wohl weg. Au. Wie wisst ihr, macht das Essen da ganz dahinter? Ich hab Wappel hier vorne. Ach, du Lapin! Das ist eine neue Beleidigung von heute. Du Lapin. Okay, kann ich nicht mehr angreifen. Ah. Ich wusste, dass ich noch sowas können. Soll ich denn ausweichen? Ich kann doch gar nicht springen, oder? Oh, ich kann so springen, indem ich... Hallo. Lässt du das mal? Dummer Lapin. Ich hol mir schon mal die Heilung. Das reicht auf jeden Fall, um wieder... Um es irgendwie nicht zu verschwenden. Diese Lapins gehen mir echt auf die Nerven. Diese Fernangriffe, wo sie Schneebälle werfen, sind ziemlich nervig. Und... Irgendwie kurz so voll, als wäre das alles ein bisschen schwerer. Es war im Testlauf, sagen wir mal, ein bisschen einfacher. Ach komm, ich hab dich doch abgeblockt. So. Jetzt bist du erstmal ins Gesicht. Okay, das hat nicht mehr gereicht. So. Okay, und ich bin weg. Na komm. Mach deinen dummen Sprung. So. Und Lappen weg. Wobei ihr wahrscheinlich nicht erratet werdet, wer hier der letzte Gegner ist, wenn man es gerade nicht weiß. Wobei das auch relativ interessant überlegt ist. So. Die nächsten. Die Barockfirma. Wobei ich da auch jetzt nicht weiß, wen ich als erstes nehmen soll. Ich nehme mal Crocodile. Einfach mal, weil er der Boss hier ist. Wobei das nicht unbedingt immer der Beste ist. Es wäre vielleicht immer das Beste, den Fernkämpfer aufzuhauen. Und das ist in dem Falle gerade... Ja. Wobei, Crocodile ist auch so ziemlich ein Fernkämpfer. In dem Fall ist es aber auch... wer ist der? Ah, ich habe ihn da, glaube ich, noch erwischt. Ja, doch, ich habe ihn erwischt. In dem Fall ist halt auch Mr. 3, der hier so ein bisschen herumschießt. So. Nein, 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 nein. Lass das. Gut. Immer noch in der Combo. So. Nein, nicht du. Du, genau. Woo! Da bin ich geflogen. Oh, und voll in die Heilung rein. Die ich jetzt eigentlich noch nicht holen wollte, aber gut. Hör auf, hier auszuweichen. Der kann auch eine Axt. So. Dann haben wir Mr. 3 mal gut eine reingehauen. Der an sich eigentlich ziemlich cool ist. Was zum Teufel? So. Von hinten in den Rücken. So, und jetzt ist noch Mr. 2 dran. Wobei ich sagen muss, Mr. 2 gefällt mir eigentlich sehr. Der ist ein cooler Freund. Der hat den Strohhüten schon öfters mal aus der Patsche geholfen. Zum Beispiel hat er ein Schiff gerettet. Bevor es von Marinen weggenommen wurde. Es hat sie von den... Ja, gegen Admiral... Nee, nicht Admiral, Vize. Was war sie eigentlich nochmal? Captain? Ich glaube, Captain Hina war das damals. Gerettet. Und... Ja. Und natürlich im Impel Down nicht zu vergessen. So, und nun kommen wir zum finalen Kampf. Ja. Besiege deine größten Rivalen. Natürlich sind das Mihawk, Ruffy und... Blackbeard, ne? Ich glaube, das kann man sich so erklären. Einfach mal, Ruffy wäre es eventuell von... also Ruffy... Ah, Blackbeard, lass das! Okay, Moment, 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 Moment. Blackbeard, wo bist du? Du kriegst als Erster ab, wenn... Die sind alle so gerade ein bisschen nervig. Also Blackbeard hat, also Teach natürlich von Ace, Mihawk von Zoro und bei Ruffy würde ich sagen Lysop. So als Rivale. So, laufen wir mal hier mal ein bisschen weg.
Ah, ja, stimmt. So war es so gegen die Attacke. Da kommt am Ende ja nochmal was raus. Da wollte ich gerade eine Spezialattacke reinhauen. So wie jetzt. Das haut auf jeden Fall gut rein. Der Elefant. Wow! Wann war Mihawk plötzlich vor mir? So! Nummer 1 runter. Nummer 1 runter, was? Nummer 1 weg, wollte ich sagen. Wir haben hier nebenbei noch so einen kleinen Selbstkonflikt, in dem wir gegen uns selbst kämpfen. Ach ja, und nebenbei wechselt Ruffy irgendwann in Gear Second. Ist auch nicht gerade sehr schön. Wenn er plötzlich die ganzen Gear-Attacken beherrscht. Habe ich beide... Ah, ich habe beide erwischt. Sehr schön. Dabei sind seine Attacken, glaube ich, alle so ein kleines bisschen schneller. Und machen auch ein bisschen mehr Schaden, sicher auch. Aber hauen wir mal um. Ich glaube, Ruffy zählt hier als der stärkste Gegner. Von daher gibt es bei ihm die Heilung. Aber das dürfte auf jeden Fall ein bisschen besser laufen als der Kampf gegen die Marine. So. Give me. Keine Heilung? Okay. Keine Heilung. Na gut, ist wahrscheinlich der letzte Kampf deswegen. Es ist nicht nur wahrscheinlich der letzte Kampf, es ist der letzte Kampf. Und deswegen gab es vielleicht einfach mal keine Heilung. So. Und Elefantogan ins Gesicht. Gut, damit hätten wir auch die zweite Herausforderung geschafft. Alle Feinde besiegt. Yeah. Nee, immer noch Note B. Dachte, vielleicht mache ich es diesmal ein bisschen besser. Oh, ich habe eine neue Münze. Die ist auf jeden Fall auch besser. Die ist besser. Auch besser, sehr schön. Ja, nehmen wir die mal da unten. Egal eigentlich, die ist auf jeden Fall besser. Die untere ist besser. Das ist auch die alte besser. Und Alvidas Zeichen haben wir nun auch. Okay. Und eine neue Along-Münze, sehr schön. Und yay, neuer Rekord. Sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt mal an die nächsten. Und zwar an die jetzt, wie sie auch richtig gemacht werden. Mit den entsprechenden Charakteren. Und zwar einer gegen 1000. Das darf Lysop entscheiden. Lysop machen. Moment. Ja, oh gut. In der Standardkleidung. Mir gefällt sein Kimono noch nicht so sehr. Ja, ich glaube, das kann so bleiben. Wobei, ich könnte mal. Ich könnte auch. Und zwar hierhin. Den Lysop. Jackpot reintun. Einzelaktion 1 kann einige Feinde sofort. Ah, nee, das brauchen wir nicht. Wir packen das einfach mit Lysop. Die. In der geht's halt darum, wir müssen 1000 Gegner besiegen in relativ kurzer Zeit. Wir haben 10 Minuten Zeit dafür. Wir können die Zeit zwischendurch ein bisschen mit einigen Soldaten wieder auffüllen. Ihr habt gerade wieder mal ein kurzes Standbild. Ja, aber das ist einfach nur die Prüfungsszene. So. Einfachste Methode. So. Bauen wir hier mal ein bisschen um. Wir müssen im Endeffekt einfach nur Buggy besiegen. Und das Einfachste ist, glaube ich, einfach mit Impact. Damit hauen wir viele Gegner vor uns einfach weg. Und weg. Und weg. Das ist so ziemlich die Hauptessenz dieser Mission. So. Dann einfach mal alle vor mir nochmal treffen mit der Spezialattacke. Und weghauen. Wir müssen jetzt erstmal die 200 erreichen, um dieses Gebiet verlassen zu können. So, mal sehen, die da hinten treffen jetzt auch alle. Wenn ich das vor Ablauf der 8 Minuten schaffe, wäre das sogar ganz ordentlich, muss ich sagen, glaube ich. So, da haben wir schon mal die ersten 100. Da haben wir schon mal 116. Ja, ich muss gucken, dass ich einfach mal viele gleichzeitig erwische. Mit Impact. Da ist halt so ein bisschen begrenzt auf alles, was vor mir ist. So, da kann ich wieder viele treffen mit der Spezialattacke. So, wir sind schon bei 157. Sehr schön.
Und das ist eigentlich so ziemlich die Attacke der Wahl, würde ich sagen hier, weil die macht guten Schaden, hat eine gute Range und haut einfach mal einen ganzen Haufen an Gegner vor mir weg. So, 200 erreicht, den Rest müssen wir nicht mehr besiegen. Wir können jetzt einfach hier abhauen. In diese Richtung. Und vor Ablauf der 8 Minuten. Sehr schön. So, nächstes Schlachtfeld. Nächste Gegner. Müssen wir auch alle wieder, müssen wir einfach wieder 200 Gegner besiegen. Um hier mit 400 Gegnern dann rauszukommen. 400 K.O.s meine ich. So. Hier nochmal kurz Spezial. Können wir kurz mal schauen. Wir sind bei 220. Das hat jetzt nochmal mit dem einen, die ich jetzt 15 Gegner umgehauen. Die Stelle dürfte ja auch ein bisschen länger dauern, einfach mal durch die Schilder der Gegner, wodurch ich zwei Impacts brauche, um sie umzuhauen. Okay, die haben wir auch weg. Habe ich noch ein paar gesehen. An sich müsste, ja, die Schulter von Lysop mittlerweile schon total im Arsch sein. So viel, wie er hier abbekommt. Das dürfte eigentlich schon ziemlich wehtun. So, hier haben wir wieder ein paar umgehauen. Sind wir mittlerweile bei 300? Na, fast. Also ihr seht schon, hier dauert es schon ein bisschen länger. Wir sind schon über eine Minute dran, aber noch kein 100 besiegt. So, und da haben wir die 300 auch voll. Aber das Gute ist halt, man kann seine Zeit wieder ein bisschen auffüllen, indem man gleich ein paar Offiziere da der Piraten umhaut. Wobei da so ein kleiner Benennungsfehler ist, sage ich mal. Das werdet ihr dann auch gleich sehen. So, einmal nochmal alle umhauen. Na, 50 etwa noch. Da hinten kommen sie schon wieder. Ja, das sind nur zwei. Ja, okay, das gibt wieder einiges. Um die 15 waren das jetzt wieder, die da vor mir rumstanden. Na gut. Aber noch würde ich sagen, sind wir gut in der Zeit. Halt dadurch, dass wir eben bald wieder ein bisschen auffüllen können. Und ja, einmal hier noch in die Menge und ach komm, einer. So, 400 erreicht. Weiter geht's. So, hier können wir uns auch nochmal kurz aufladen. Nehme ich mal mit, aber wenn ich das nicht wirklich nötig hatte. Jetzt kommen Marine. So, besiege die Marineanführer. Ist halt so ein bisschen, ja, das sind keine Marineanführer. So, man hat es gesehen, wir haben Zeitlimit um 2 Minuten wieder erhöht bekommen. Dadurch, dass wir halt die Anführungsstriche Marineanführer besiegt haben. Sag ich mal. So, hier ist etwas mies mit, weil alles Fernkämpfer sind und deswegen uns gerne mal einfach mal wegschießen. Ja, das passt wieder ganz gut hier. Genau, ab hier taucht dann auch Ruffy auf und hilft uns ein bisschen. Wobei ich glaube, das ist ziemlich random, wer hier auftaucht. Ach da. Oder ne, ist sie nicht, ist random. Es hängt davon ab, welchen Charakter man hat. Dann kommt immer ein anderer. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wer wo auftaucht, bei welchem Charakter. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen blöd, das jetzt einzusetzen, weil... Wie viel treffe ich denn hier? Kaum. Oh, doch. Ich habe eigentlich alle hier hinten getroffen. Fällt mir gerade auf. Aua. So, da haben wir schon mal über 500. Und da ist Ruffy auch. Aua. Und was hier auch ja, zu beachten ist, sag ich mal, man kann ja auch während diesen Herausforderungen auch leveln. Beim ersten Bein ist es nicht so. Au. Aber hier kann man auch wieder ein bisschen leveln, wenn man ja. Ja, so habe ich ja auch gelevelt halt. Indem man halt einfach die ganze Zeit die Mission macht. So, wir sind gleich auch bei den 300. 300? Den 600.
Gegner. Da. Ah, perfekt. Das sind wieder ganz viele Gegner. Das dürfte auch den Rest geben. Und damit haben wir die 600. Weiter geht's. Ja, wieder ein bisschen Essen drin. Brauchen wir zwar nicht, aber gut. So, ich glaube, hier rechts waren wieder ein paar, ja, Marineanführer in Anführungsstrichen. Um halt wieder die Zeit wieder ein bisschen um 2 Minuten aufzufüllen. Und damit haben wir wieder 2 Minuten mehr. So, gehen wir erstmal hier wieder weg aus diesem... Wobei, dieses enge Gebiet ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Na komm, setz ein. Da haben wir wieder eine gute Menge weggehauen. Jetzt muss halt noch die 800 erreichen. Ah, genau, das passt wieder hier ganz schön. Also, ob wir vielleicht sogar Level 20 erreichen mit Lysop. Ja, wir sind jetzt bei 650. Ja, aber auf jeden Fall, die Herausforderung werden wir in der Folge auf jeden Fall noch fertig machen. Vielleicht kriege ich es dann irgendwie so hin, dass ich immer 2 Herausforderungen pro Folge machen kann. Wenn man nicht jetzt zu lange an den Herausforderungen sitzt. Aua. Ich sehe zwar nicht, wie viel vor mir sind, aber ich hau einfach mal rein. So. Ihr könnt mir ja auch immer eure, eure Wertungen schreiben. Wie gut ihr denn in den Herausforderungen wart, wenn ihr sie auch gemacht habt. Ja, jetzt hab ich kein Spezial mehr. Wobei ich mich da frage, zählen die K.O.s von Ruffy auch für mich? Ein Nachteil an dem Impact heißt einfach nur, dass ich da so eine kleine Aufladezeit quasi habe. Das sind wieder... Aua. Viele schöne Gegner. Aua. So. Und Bombs. Damit hätten wir bei die 700 auch schon... Weg mit einem Schild. Weg mit euren Bomben. Die möchte ich hier ganz und gar nicht sehen. Ich finde, Wettel sind hier vielleicht noch ein paar zu viele Heilungen rumliegen. Weil die hat man eigentlich ganz und gar nicht nötig, finde ich. Das ist auch so ziemlich die leichteste Herausforderung. Ich glaube, empfohlen ist Level 6. Also an sich sollte die kein Problem sein. Selbst wenn man jetzt kein so hohes Level hat. So, wir sind schon bei 770. Viel bleibt da nicht mehr. Eine große Welle noch, dann haben wir die auch. Man wird hier nur halt ab und zu ein bisschen öfters mal hin und her geschlagen. Weil irgendwelche Leute hier meinen, ja, herumschießen zu müssen. So, da kommen die letzten, würde ich sagen. 7 noch. 5 noch. Und weg hier. Da lang. So, hier haben wir auch wieder ein paar Gegner. Rechts können wir nochmal ein bisschen die Zeit auffrischen. Oder? Nicht? Ah, geht doch. Ich war schon zu schnell da. So, erster weg. Zweiter weg. Und der letzte auch noch. Und wir haben wieder 2 Minuten mehr Zeit. Und das Spiel gibt mir auch echt nur noch solche Gegner, muss ich sagen. So, erstmal weg mit den ganzen Leuten. Au. Und natürlich liegt da noch eine Bombe rum, in die ich voll reinfliege. So, weg mit euch. Also alles so Gegner, die irgendwie meinen, ja, wir spielen ja so ein bisschen auf Zeit, indem wir dich einfach mal die ganze Zeit sprengen und die ganze Zeit keine Ahnung was machen. Deswegen hauen wir sie mal eben um. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mission mit Robin auch sehr gut gelaufen wäre.
Aber Robin und Hancock. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Es ist ja so, sind, glaube ich, ziemlich die unter anderem am wenigsten gewählten gewesen. Für irgendetwas. Die wirklich hohe. Ja. Hohe Stimmen bekommen haben, waren zum Beispiel so Zorro, Whitebeard, Ace. Ja, ich glaube, die drei haben die meisten Stimmen überhaupt gehabt. Und bei einigen Missionen hatten halt auch bestimmte Charaktere eine Menge Stimmen, wo es halt einfach, ja, quasi vom Setting gut gepasst hat mit den Charakteren. Zum Beispiel, wer sich da noch erinnert. Na, wobei, nee, ich sag nichts. Noch nichts. Ihr werdet erst sehen, wenn die Herausforderungen kommen, mit denen wir sie dann machen. Autsch, autsch. So, fehlt nicht mehr viel. Wir haben noch eigentlich mehr als genug Zeit. Wow, wow, wow. Überall knallt es hier rum. Weil wir hier ein paar Bomben fallen lassen. Oder weil wir die Leute dazu bringen, ein paar Bomben fallen zu lassen. So. Also nach den ganzen Impacts hier müsste eigentlich Lysoph schon eine Schulter aus, keine Ahnung was, aus Stahl haben. Dass er das alles so locker überlebt. Wenn man bedenkt, ein Impact hat ihm ja wirklich fast die Schulter ausgelenkt und so. Gut, dass er nie ein Reject-Vial benutzt hat, weil das wäre, glaube ich, so sein Tod gewesen, durch den Rückstoß. So, und die letzten paar noch. Na, ob sich das gelohnt hat. Na, egal. So, nur noch ein paar. Und die drei noch. Ach komm, einer noch. Okay, ich habe gesehen, Ruffy hat rein umgehauen und das hat nicht gezählt. Das heißt, Ruffy ist eigentlich nur dazu da, mir die Kills zu klauen. Sehr nett, Ruffy. Warum bist du überhaupt hier? Du bringst gar nichts. So, Buggy. Jo, Buggy. Nummer 2. Nummer 3. Und Abschluss mit Spezialattacke natürlich. Darf ich ihn überhaupt? Ja. Okay, und das war's. Lysoph hat's geschafft mit seiner Mission. Na komm. Viel Treffer hätte ich auch ein bisschen mehr haben können. Nun C. Hm. Nichts Interessantes. Wir behalten die ganzen aktuellen. Wobei, Moment. Ich sehe gerade. Die sind doch besser. Da war die alte und die alte Münze. Gut. Das war's dann von dieser Folge wieder mal. Beim nächsten Mal gehen wir dann an Herausforderung 4. Mit wem? Das werdet ihr dann sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.